Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe euch heute was mitgebracht, und zwar den lieben Bernd und den lieben Uwe. Bernd und Uwe sind Bauarbeiter und die wollen ein Haus bauen. Das Haus seht ihr hier schon wunderbar mit zwei Holzklötzen. Und diese Masse hier unten, die in unserer Welt 500 Gramm wiegt, ist für die beiden einfach viel zu schwer, um da hochgehoben zu werden. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das hier so ein 50 Kilogramm Sack Zement ist oder was auch immer, den keiner von beiden einfach so hochheben kann. Das heißt, unser lieber Bernd kann jetzt nicht einfach hier hingehen und dann hingehen und das Ganze so hochheben. Das klappt leider nicht. Dementsprechend müssen wir den beiden helfen. Und der erste Auftrag an euch wäre jetzt auch schon mal direkt sich zu überlegen, und da könnt ihr das Video dann bitte auch einmal kurz pausieren. Wie könnte man den beiden helfen? Was kennt ihr für Mechanismen, mit denen man schwere Lasten hochheben kann? Die Antwort ist nicht Kran. Also Kran in dem Sinne schon, möglicherweise, aber wir können jetzt hier nicht einfach so einen Kran hinstellen, sondern die beiden müssen das Problem lösen. Die können sich auch Sachen kaufen, das ist kein Problem. Aber jetzt ist eure Zeit zum Überlegen, was kann man hier machen? Wenn ihr das Video jetzt gestoppt habt, gut. Wenn nicht, dann geht es jetzt direkt weiter. Naja, die beiden sind natürlich klug und denken sich, wir können das Ganze doch einfach mit einem Seil hochheben. Dann brauche ich da unten gar nicht mich so anstrengen und das über Kopf heben, sondern ich hake unten ein Seil ein und der liebe Uwe, der zieht das dann einfach hoch. Ne? Also Bernd hakt jetzt hier so ein Seil ein, zack, gibt dem Uwe das in die Hand, ja, und der Uwe zieht hoch. So, ihr seht es schon sofort, wir ziehen schräg, wir haben hier eine Auflagefläche des Seils an der Kante, dementsprechend wird das Seil nicht lange halten. Wir ziehen das Ganze schräg hoch, und wenn wir es schräg hochziehen, seht ihr schon, der ganze Sandsack möchte in diese Richtung, oder Zementsack haut immer gegen das Haus, wird aufplatzen, das Ganze geht kaputt. Das wollen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen das irgendwie gerade hochziehen. Weiter überlegen. Was kann man noch tun? Uwe hat eine Idee. Uwe hat richtig eine gute Idee. Und zwar hat Uwe Folgendes vorbereitet. Und zwar das hier. Das hier ist ein Flaschenzug. Beziehungsweise erstmal noch gar kein Flaschenzug, sondern erstmal nur eine Rolle, die am Stativ des Hauses sozusagen festgemacht wird. Also am Rohbau könnte man sagen. Hier ist irgendwie so ein Dach noch, ne? Und hier ist eine Rolle befestigt. Und diese Rolle, die ist einfach an der Stange dran und sollte nach Meinung von Uwe das Problem lösen. Dementsprechend schmeißt Bernd dem Uwe das Seil hoch, sagt: Hier, Uwe, fang. Uwe steht auf, hakt das hier oben ein, ja, und zieht dann hier das Seil runter, so lange, bis man es hier unten einhängen kann. So, und wenn es eingehängt ist, hängt man hier oben das Seil schön über die Rolle drüber. Und dann kann hier vorne der Bernd hingehen und richtig schön kräftig mit den Händen am Seil ziehen. Aber er stellt fest, dass er auch mit Hilfe dieses Seils das Ganze hier nicht hochgezogen bekommt. Denn wenn er es jetzt hochgezogen bekäme, dann könnte er ja ganz einfach hier. Bernd, oh, Bernd, Bernd hat. Bernd, du musst stehen bleiben. Halt dich fest. Wenn man es hochgezogen bekäme, könnte der Uwe hier vorne das Teil einfach rüberziehen und dann hinstellen und fertig. Gucken wir mal nach, warum er es nicht hochheben kann. Dazu werden wir einmal kurz die Kraft messen, die Gewichtskraft messen, die diese 500 Gramm schwere Masse auf dem Boden ausübt. Das sollte erstmal so kein großes Problem sein, denn 500 Gramm haben eine Gewichtskraft von 5 Newton. Ne? Ich kalibriere einmal kurz den Kraftmesser ein bisschen genauer. So, ihr seht ihr das da? Ne? Das sind 5 Newton. Und diese 5 Newton sind für uns natürlich nicht so schwer, für die beiden in ihrer Welt aber schon. Das heißt, wenn wir auch mit Hilfe dieser Umlenkrolle da oben 5 Newton Kraft immer noch ziehen müssen, kriegen die beiden das nicht hochgehoben, diesen Zementsack hier vorne. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal hier vorne hin, mache hier einmal so eine kleine Schlaufe rein mit meinen Fingern. So. Und dann hake ich den Kraftmesser ein und zack, eingehakt. Und jetzt schauen wir mal, bei welcher Kraft unser Massestück hier unten sich hochhebt. So, wenn wir 5 Minuten erreichen, kriegen wir es nicht hochgehoben. Das heißt, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe. Ihr seht, es passiert noch nichts. Und jetzt hier, ne, bei 1, 2, 3, 4, 5. Und ich bin gerade wieder ein bisschen rangekommen. So, ne, also wir haben auch hier 5 Newton Kraft, die wir brauchen, um unsere Masse vom Boden hochzuheben. Das heißt, die Rolle hier oben hat ein Problem gelöst, nämlich das gerade Hochheben, denn wir können jetzt hier auch schräg ziehen. Ne, ihr kennt das ja noch.
aus der Kräftezerlegung. Man kann das jetzt auch schräg ziehen, ohne dass die Masse irgendwie pendelt. Das ist wunderbar, aber eine Erleichterung hat ja noch nicht stattgefunden. Wie kann man das erleichtern? Da müssen wir jetzt an die Technologie von Kränen denken, wie die das machen. Und die haben da einen ganz einfachen Trick. Ganz einfaches Gut, da muss man erstmal drauf kommen. Und das werden wir auch gleich im Anschluss an dieses Experiment an meinem Schreibtisch zusammen herleiten und erklären, was da passiert. Man fügt noch ein paar Rollen hinzu, wenn man so will. Aber nicht einfach nur hier oben so feste Rollen, die sogenannte Umlenkrollen, sondern auch noch lose Rollen. Denn die Umlenkrollen hier oben haben nur eine einzige Funktion. Die lenken einfach die Wirkung der Kraft um, und zwar um 180 Grad. Ne? Das heißt, hier muss ich ja hochziehen, damit die Masse gehoben wird. Ne? Hochheben, ich muss nach da eine Kraft ausüben. Über die Umlenkrolle muss ich jetzt die Kraft aber nach unten ausüben. Also die gleiche Kraft, die vorher nach oben ausgeübt werden musste ohne Rolle, muss ich jetzt nach unten ausüben mit Rolle. Und genau das ist eine Umlenkrolle. Die lenkt die Kraft um oder auch um 90 Grad. Geht auch, ne? Muss ich hier ein bisschen festhalten. Aber auch um 90 Grad kann ich hier die Kraftrichtung verändern, je nachdem, wo ich hier ziehe. Ne? Das kann ich alles hier mit der Hilfe dieser Umlenkrolle machen. Um die Kraft ein wenig zu verringern, das werden wir gleich rechnerisch auch noch zeigen, aber jetzt einmal mit Hilfe eines kleinen Experiments, brauchen wir eine sogenannte lose Rolle. Denn, merkt euch bitte einmal ganz kurz, ich markiere das hier in dem Video auch, meine Hand ist jetzt hier ungefähr auf der Höhe dieser Holzkante und ich werde jetzt meine Hand bis auf diese Höhe runter bewegen und beobachtet mal, wie viel Strecke mein Gewicht zurücklegt in der Zeit. Ich markiere mal Startort, Startort, dann ziehe ich. So, und jetzt vergleicht mal diese beiden Strecken, die sollten gleich lang sein. Das heißt, ich ziehe hier genauso viel runter, wie ich da oben hochziehe. Also das Gewicht geht um die gleiche Strecke nach oben, wie meine Hand nach unten. Merkt euch das bitte schon mal. So, dann baue ich hier einmal mein Objekt ein wenig um. Und zwar kommt dann noch eine zweite feste Rolle hinzu, das ist wichtig. Denn diese Rolle brauchen wir gleich noch, um die Kraft besser umlenken zu können. Oder einfach umlenken zu können, damit meine Konstruktion hier funktioniert. So, da ist dann die andere Rolle. Und diese Rolle hier, die wird jetzt da reingehangen, wie so ein Stück Gewicht, ein Stück Masse. Ja. So, zack, da federe ich gleich schön ein, wenn das ganze Ding hängt. So, sehen wir hier, wenn wir das jetzt noch nicht eingehangen haben, ne, machen wir gleich ordentlich, dass wir zwei lose Enden haben. Wir haben aber nur einen, der ziehen kann da vorne. Dementsprechend hänge ich das eine Ende hier hinten dran an dem Stativ, damit es hier einfach nicht wegfliegt, ne, oder nicht drunter fällt. So, zack, dann ordnen wir das hier einmal schön, dass das auch alles ordentlich so hängt. Hier kommt dann auch eine schöne Rolle dran. So, wunderbar. So, und dann kann ich jetzt hier diese Konstruktion nutzen. Wir holen dann wieder unseren Bernd dazu. Bernd nimmt jetzt seine Hand und zieht hier an dem Seil und stellt fest, dass er diese Masse hochheben kann. Ne? Das heißt, er geht hin, Hand für Hand, und zieht dann hier an dem Seil die Masse nach oben. Und wer jetzt mal die Hände von Bernd beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass er sehr viel Seil ziehen muss, um dieses Stück hochzuheben. Ne? Das kann man tatsächlich messen und das werden wir jetzt auch gleich tun. Aber auch zunächst, warum kann denn Bernd jetzt auf einmal die Masse hochheben? Das heißt, irgendwie muss sie leichter geworden sein oder wie? Das müssen wir einmal nachmessen. Bernd, halte ich wieder fest, bitte. Ja, du kannst auch mit der Stange kuscheln, ist okay. So, gucken wir mal, was hier passiert ist. Ob wir tatsächlich weniger hochheben müssen. Ja, Moment, es ist gerade ganz schön umständlich hier. Oh. Boah, komm, ich habe noch genug Seil hoffentlich. So, dann hier den Kraftmesser wieder reinhängen. Natürlich springt er mir hier oben wieder rüber. So, jetzt schaut mal hier. Ich kann die ganze lose Rolle tragen bei einer Kraft von ungefähr 2,5 Newton. Ich kann jetzt hier ganz normal hoch und runter, wenn ich jetzt hier meine Hand runterlege, seht ihr. Ich trage die jetzt hier mit meiner Hand und jetzt hebe ich die hier an und bei 2,5 Newton kann ich tatsächlich die Masse anheben. 2,5, gerade waren es 5. Interessant. Wenn wir jetzt
folgenden Vergleich von gerade machen und uns mal die Seillänge angucken. Dann machen wir auch hier wieder zwei Markierungen rein. Einmal wieder hier bei der Höhe der Masse und einmal hier bei der Höhe meiner Hand. Und zwar ungefähr auf der Höhe. Hier auf der Höhe ist die andere Linie, die ihr jetzt seht. Und dann ziehe ich mal mit meiner Hand runter. So, und das, was ihr hier seht, sollte eindeutig sein. Und zwar sollte die Masse ungefähr die halbe Strecke zurückgelegt haben im Vergleich zu meiner Hand. Oder in dem Falle Bernd, der Seil zieht. Das heißt, Bernd muss doppelt so viel Seil ziehen, um die Masse an die gleiche Höhe hochzubekommen wie vorher. Ne? Im Vergleich, wenn nur eine Rolle da ist. So, woran das liegt und womit man das vergleichen kann, das hat was mit physikalischer Arbeit zu tun. Ja? Das heißt, wir verrichten ja hier Arbeit, weil wir etwas gegen die Schwerkraft hochheben. Das werden wir demnächst etwas genauer behandeln. Da werden auch Experimente eurerseits wahrscheinlich zukommen. Ja, und genau das ist der Fall. Wir werden uns den Rest jetzt am Schreibtisch angucken. Dann haben Bernd und Uwe für heute Feierabend und wir sehen uns jetzt am Schreibtisch. Ich switche zu mir selber rüber. Dann sind wir jetzt auch wieder am Schreibtisch, ihr Lieben. Wir werden jetzt hier mal überlegen, wo die Kraft eigentlich geblieben ist. Ich habe hier das Foto gescreenshottet von dem Experiment gerade. Dort sehen wir die drei Rollen und Uwe, der sehr kompetent auf diesen Sprockklötzen sitzt. Und wir haben hier einmal die bloße Umlenkrolle. Es gibt noch eine Vielzahl an anderer Experimente, die man mit dem sogenannten Flaschenzug, also mit den Rollen machen kann. Das werdet ihr aber in dem Wochenplan dann auch theoretisch einmal selber überlegen müssen. Gut, also, was ist als erstes zu sagen? Wir haben beobachtet, dass die Kraft scheinbar durch eine gute Anordnung von Rollen halbiert werden kann oder vielleicht auch noch weiter verringert werden kann. Das heißt, die Beobachtungen, die wir direkt notieren können, Beobachtungen, so, durch eine geschickte Anordnung von Rollen kann, das ist kein Satz, da kommt auch kein Komma hin. Durch eine geschickte Anordnung von Rollen kann die aufzubringende, ich habe heute eine Sauklaue, merke ich gerade, kann die aufzubringende Zugkraft verringert werden. So, das heißt, das ist erstmal eine gute Beobachtung und daraus resultieren natürlich Fragen. Wir haben nämlich gesehen, dass diese Anordnung hier, die erste, dass so die Zugkraft nicht verringert werden konnte. Da sehen wir auch wunderbar weiß, rot, weiß, rot, weiß, also 5 Newton Zugkraft, die auch über diese sogenannte Umlenkrolle gehoben werden müssen oder aufgebracht werden müssen zum Heben. Während wir hier bei dieser Kombination, eine etwas merkwürdig aussehende Konstruktion, nur noch 2,5 Newton aufbringen müssen. Das heißt, irgendwie scheint diese Rolle hier in der Mitte, diese unten, wo das Gewicht dran hängt, diese scheint irgendwie dafür verantwortlich zu sein, wie wir auch später sehen werden. Das heißt, die Frage, die jetzt hieraus erstmal resultiert, Frage, welche Konstruktion erleichtert das Heben von Gegenständen oder von das Heben von Objekten einfach, ne? Genau. So, natürlich haben wir noch eine zweite Beobachtung gemacht. Die zweite Beobachtung schreiben wir nochmal dazu. Ja, ihr werdet es lieben, das ist wie im Unterricht. Da habe ich manchmal auch das Problem, dass ich mal was vergesse. Jetzt markiere ich auch noch den falschen Teil. Ich wollte den Teil markieren. Wir müssen dann noch was zwischenschreiben. Ich höre euch schon wieder fluchen. Jetzt muss ich den Tintenkiller wieder benutzen. Habt ihr recht, mein Fehler.
So, also hier wird nicht geschnitten, das ist alles real. Also, durch eine geschickte Anordnung von Rollen kann die aufzubringende Zugkraft verringert werden. Das ist eine Beobachtung. Jedoch, und das ist die zweite Beobachtung gewesen, ne? Jedoch muss dann auch, und jetzt mache ich das in Anführungszeichen, mehr Seil, in Anführungszeichen, gezogen werden. So, das ist die Beobachtung, die ich gerade vergessen hatte, ne? Also das ist natürlich die zweite Beobachtung, die wir gemacht haben. Und die Frage dann halt, welche Konstruktion erleichtert das Heben von Objekten? Fragezeichen. Und das beinhaltet dann tatsächlich sowohl das eine als auch das andere, was wir dort beobachtet haben. Gut, dann haben wir das vollständig. Also, um das zu erläutern, könnte man jetzt ein paar Experimente durchführen. Und zwar könnte man noch ein paar von diesen Rollen hier einbauen und das Ganze experimentell prüfen. Aber das können wir jetzt leider nicht machen. Deshalb reicht das hier erstmal so aus. Ich werde jetzt mal den Flaschenzug unten und oben, die beiden hier einmal skizzieren und dann einmal die Kräfte einzeichnen, die dort wirken. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, warum die Kräfte und auch die Seillängen sich halbieren. Dementsprechend werde ich das jetzt einmal hier tun, indem ich nicht das Foto vergrößere, sondern, oh Gott, hallo, so, sondern hier ein bisschen mehr Schreibplatz mache, warum auch immer hier diese ganze Geschichte so aussieht. Sekunde, hallo, das schreibt gleichzeitig, sehr interessant. Gut, ich sollte vielleicht mal das Geld in GoodNote investieren. Ich sehe es schon kommen. Da führt nichts dran vorbei. Gut, also Skizze des ersten Flaschenzugs. So, den könnt ihr natürlich auch übernehmen, bitte. Denn diese Skizze ist wichtig, um das Ganze zu begreifen. Also, Skizze bedeutet, wir machen als allererstes, und ich zeichne den jetzt mal hier freihand, weil ich kein Kreistool habe. Ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, einen Zirkel verwenden, wenn ihr einen habt. Ja, das heißt, wir haben hier, welche Farbe hat denn gerade das Rad? Gelb, und das Seil ist rot. Ne? Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen gelben Kreis. Ich versuche es mal ungefähr, ja, so sieht das Ganze aus. Oh Gott, ja, es ist okay. Ja, ich male das Ganze hier auch mal so ein bisschen aus, um meinen Vermaler zu kaschieren hier. Also das hier ist jetzt die Rolle und die hat in der Mitte eine Achse. Ne? Da ist sie ja sozusagen aufgehangen und die kann sich nicht bewegen. Und das Seil wird dann um diese Rolle drumherum gelegt. Das heißt, einmal kommt ein Seilende von hier unten hoch und das andere geht dann über die Rolle auf der anderen Seite wieder runter. So. Das heißt, hier oben mache ich jetzt mal so gestrichelt, geht das Seil weiter. Ne? Und dementsprechend kann ich dann hier das Ganze auch noch mal ein Stück runterziehen. So, und dann hängt hier unsere Masse dran. Die hat ja ungefähr hier so eine Form. Ne? So, ja, wunderbar. Und das sind halt 500 Gramm, die an diesem Seilende dranhängen. Genau. So, das heißt, wenn hier die Gewichtskraft natürlich auch wieder wirkt, also die Erdbeschleunigung zieht ja alles wieder nach unten, dann bedeutet das, dass am Schwerpunkt unseres Objektes hier die Masse nach unten gezogen wird in Richtung Boden. Das markiere ich jetzt hier mal in blau. Das heißt, hier können wir dann diesen Pfeil einzeichnen, der die Kraft repräsentiert und das ist die Gewichtskraft Fg. Ne? So, wenn wir jetzt mal schauen, dann hat diese Rolle hier oben, wie ich auch im Versuchsteil gerade schon gesagt habe, nur eine einzige Funktion und zwar lenkt es diese Kraft um. Also hier entlang dieses Seils wird die Kraft sozusagen runtergezogen. Ne? Also die Kraft wird an dem Seil entlang sozusagen nach oben weitergeleitet und an der Rolle hier wird die sozusagen umgeleitet, diese Kraft, die nach unten zieht. Ne? Das heißt, hier kann man das wunderbar sehen, dass hier die Kraft das Seil ja nach oben zieht auf der linken Seite. Hier runter und hier hoch. Das heißt, ich muss dann auch mit meiner Hand hier unten, ich mache jetzt meine Hand, Achtung, jetzt wird es witzig, Finger. Ja. Ja, also das ist dann meine Hand.
und was auch immer der Daumen da gerade macht. Diese Hand muss dann die Gegenkraft aufbringen, damit mein Objekt nicht runterfällt. Das heißt, die Masse zieht ja jetzt am Seil nach oben. Das ist sozusagen die Gewichtskraft, die ja über die Rolle hier umgelenkt worden ist. Ich mache die mal wieder weg, die Pfeile. So. Genau. Und damit jetzt meine Masse nicht weiter runterfällt, muss ich ja mit meiner Hand eine Gegenkraft ausüben. Das heißt, auch hier muss ich dann eine Kraft nach unten ausüben. Und die male ich jetzt hier mal in dunkelgrün. Also hier muss ich dann an derselben Stelle mit meiner Hand eine Gegenkraft ausüben. Und diese Gegenkraft nenne ich jetzt einfach mal FH für F-Hand. Und die müssen halt gleich groß sein. Oder beziehungsweise die Handkraft FH muss sogar größer sein, damit die Masse hochgezogen werden kann. Ne? So, wir haben hier aufgrund der Konstruktion keine Krafterleichterung festgestellt, keine Arbeitserleichterung. Bedeutet also, ich denke, ihr habt es ja, ich mache den nochmal weg hier und den auch. Diese blauen Pfeile sind nur zur Veranschaulichung, dass die Gewichtskraft, ne, von rechts nach links gelesen, sozusagen die hier runter wirkt, wie ich gerade gesagt hatte, ne? Die wirkt ja nach hier unten. Und dementsprechend wird die über das Seil nach links weiterverleitet, diese Kraft. So, und weil diese Kraft sozusagen umgelenkt wird von unten nach oben, ne, also hier zeigt die Kraft ja nach unten und hier zeigt die Kraft nach oben, deshalb nennt man diese Rolle da Umlenkrolle. Das ist eine sogenannte Umlenkrolle, das hier. Umlenkrolle. Umlenkrolle. Und die lenkt die Kraft um und die macht keine Kraftersparnis. Kraftersparnis und auch der Weg, den meine Hand nach unten geht, ist der gleiche wie der, den das Gewicht nach oben geht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit meiner Hand so ein Stück, sag ich mal, S ist ja die Strecke, wie wir wissen, ne? Aus den Zeiten mit der Geschwindigkeit, die Strecke Delta S ist das. Die macht dann auch meine Masse nach oben, genau die gleiche Strecke Delta S. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier den Punkt markiere, das sind jetzt ungefähr drei Kästchen und ein bisschen. Also bis hier, das ist auch Delta S. Und hier bewegt sich dann meine Masse nach oben, das Stück. Und meine Hand macht diese Bewegung nach unten. Und zwar ist das gleich groß an der Stelle. Das heißt, ich nenne das mal Delta S1. Also das ist dann dieselbe Variable. Ne? Das ist dann gleich groß. Genau, das heißt, ich kann jetzt hier schon mal hinschreiben, FG ist gleich FH, dafür nehme ich dann wieder verschiedene Farben, ist gleich FH. Hier, so, also gleich groß, das haben wir ja auch hier gesehen, ne? Keine Kraftersparnis, die hier auftaucht. Und auch der Seilweg, den wir ziehen, der ist auf beiden Seiten identisch und dementsprechend habe ich die auch einfach gleich benannt. Also Delta S1 ist gleich Delta S1. Man kann dies auch Delta S2 nennen und dann sehen wir, dass es das gleiche ist. Ich mache es jetzt aber einfach einmal so. Und das ist dann Delta S1 auf der Seite. Genau. Von mir aus nehmen wir das auch Delta S1 Gewicht, aber dann werden die Indizes zu umfangreich. Ja, also jede Umlenkrolle, die man hier einbaut, eine Umlenkrolle ist ja auch nochmal, mache ich hier mal so eine Markierung, ne, die ist ja auch hier festgemacht an der Decke. Wenn ich jetzt hier mal so die Decke mache, so, das ist dann die Decke, schön in die Überschrift rein, da ist sie befestigt. Ne? Das heißt, auch hier ein Merkmal der Umlenkrolle ist die Befestigung an der Decke oder die Befestigung oben. Ne? Also Umlenkrollen. Rollen sind immer an oder sind immer befestigt. Die sind nie lose. Da ist schon der Begriff, nämlich die lose Rolle von gleich, die kommt da gleich auch nochmal. So. Genau, das zu der Umlenkrolle. Da wird nur die Kraft umgeleitet. Wie ich im Video auch sagte, dann kann man von unten das Ganze hochziehen und muss nicht von oben ziehen. Ne? Super.
So, das dazu. Dann kommt als nächstes unser komplizierter Flaschenzug hier. Und den habe ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen komplizierter gemacht, als er sein müsste. Und zwar habe ich nicht nur eine zweite Umlenkrolle, wie ihr sehen könnt, hinzugefügt, sondern auch noch eine lose Rolle. Und das ist die Rolle in der Mitte. Und die ist deshalb lose, weil ihr seht, die wird nur von den Seilen getragen, von den Seilstücken, ne? Die wird nicht irgendwie mit von der Decke irgendwie festgehalten oder sowas. Das heißt, auch hier mache ich mal eine Skizze. Und das versuche ich mal folgendermaßen zu machen. Auch hier Skizze, Skizze des zweiten Flaschenzugs. Doppelpunkt. So. Und das kommt dann mit einem Strich nach unten. So. Die Skizze sieht dann folgendermaßen aus. Ich gucke mal, dass ich jetzt den gleichen Kreis hier nehme. Also einmal so. Das ist meine erste Rolle. Und die hat natürlich auch eine. Ich mag eben dupliziere erstmal die Rollen nur. Also Rolle 1. Ihr könnt euch natürlich jetzt hier dann das Ganze angucken, wie das fertig aussieht. Und an der richtigen Zeit dann gerne nochmal auf Play drücken. Ne? Oder stoppen, je nachdem. So, das und dann, Moment, duplizieren. Und hier unten ist dann diese lose Rolle, von der wir gerade gesprochen haben. So. Genau, dann kommt hier, oh nee, nee, das war falsch. Genau, zuerst mal hier daneben klicken, damit das weggeht. So, so, so. Okay, gut. Als nächstes haben wir dann hier wieder unsere feste Rolle und hier auch. Und die ist festgemacht an so einer Stange bei mir im Experiment hier oben. Und die Stange ist halt das Stativ. Das sind Umlenkrollen. So, jetzt sieht das Ganze aus wie ein lustiges Gesicht. So, und hier unten, da haben wir dann sozusagen den Haken und an dem Haken, da hängt dann unser schweres Massestück dran. Ne? Oh Gott, irgendwie so. Zack, 500 Gramm. So, das hängt da dran. Dann kommen die Seilenden. Die sind jetzt an der Stelle auch wichtig. So, ich habe dann mein Lineal. Einmal habe ich das Ganze so weggezogen. Also so. Dann gibt es hier ein Seilstück, das runterhängt und an die Rolle dran kommt. Und hier auch. So, ich kriege das jetzt gerade gar nicht so toll hin hier, wie ihr das wahrscheinlich hinbekommt. Ist ja auch in dem Falle hier eine schnelle Skizze, damit das Video nicht so lange dauert. Genau, so, und dann haben wir hier, kriegt das zum Teil wegradiert gleich, ja, ne? Also das liegt dann hier so rum auch, das Seil, zack. Und hier auch so und zack. Ist jetzt natürlich ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, ne? Also so. So, genau, und unten fehlt das natürlich auch noch. Da haben wir es auch noch, das Stückchen. So, einmal, zack. Wunderbar. So sieht das Ganze ungefähr aus. So, und hier haben wir jetzt festgestellt, dass, wenn ich das mit oben vergleiche, dass dann die Kraft, die ich aufbringen muss, eine andere ist. Und zwar haben wir festgestellt, dass Fg ist ja immer noch hier, ne? Also hier ist immer noch unsere Gewichtskraft. Fg, die weht hier nach unten. Aber, und jetzt ist das Interessante, guckt euch mal die lose Rolle an. Hier seht ihr, dass die lose Rolle, also diese Gewichtskraft, sich auf zwei Seilstücke aufteilt. Einmal links und einmal rechts. Ne? Das heißt, die Kraft, die ich hier unten habe, an der Stelle, die wird verteilt auf zwei Seilstückchen. Bedeutet also, an der Stelle hier, da wirken nur noch ein halb Fg, also die halbe Gewichtskraft und hier auch. So, das heißt, ein halb natürlich, dass in Summe die Gewichtskraft hier unten kompensiert wird von zwei Stückchen links und rechts. Das heißt also, jedes Seilstück, das an einer losen Rolle vorbeigeht, das hat irgendwie hier an der Stelle die Wirkung, dass die Gewichtskraft halbiert wird. Ne? Und was heißt das jetzt? Warum müssen wir jetzt weniger tragen? Das liegt daran, dass man theoretisch gesehen, wenn jetzt hier unsere Hand ist, ne, machen wir mal unsere Hand, zack, 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 Daumen, irgendwie so, ja,
dass hier jetzt auch nur, wie wir gerade gelernt haben, die halbe Gewichtskraft über die Umlenkrolle an unsere Hand weitergegeben wird. Das heißt, hier muss ich dann an der Stelle nur noch 1/2 Fg kompensieren mit meiner linken Hand oder rechter Hand. Ja, das ist eine linke Hand, die ich da gemalt habe, ne? So, und hier zieht er nur noch auch 1/2, also im Prinzip die Hälfte der Kraft von gerade nach unten. Aber wo ist die andere Hälfte geblieben? Naja, der Interessierte oder die Interessierte wird es schon sofort gesehen haben. Auf der anderen Seite der Rolle, da wird ja auch die Kraft weitergeleitet. Und im Video habe ich gesagt, dass ich das Ende festbinde. Und zwar habe ich einfach einen Knoten gemacht. Ne, so einen Knoten mit einer Schleife und das Ganze am Stativ. Das heißt, das habe ich am Boden befestigt und damit kompensiert dann der Boden die andere Hälfte der Gewichtskraft, die sozusagen hier zieht. Das ist so wie die Wäscheleine damals in unserem Kräftezerlegungsunterrichtseinheiten-Ding. Ne? Da haben wir nämlich genauso festgestellt, dass dann 1/2 Fg wird dann hier im Prinzip von der Wand oder in dem Falle vom Boden festgehalten. Ne? So, also hier auch, da wäre dann irgendein 1/2 Fh auf der Seite. Und so haben wir dann in Summe die gesamte Kraft, die gesamte Kraft haben wir dann an der Stelle halbiert. So. Ja, wie kann man sich das Ganze merken? Also man kann sich überlegen, wenn man tragende Seilstücke sieht. Tragende Seilstücke sind in dem Falle die beiden an der losen Rolle hier. Ich markiere die einmal mit einem Textmarker in grün. Also das Stück und das Stück hier. Das sind zwei tragende Seilstücke. Das Seilstück, was hier von der Umlenkrolle kommt, das zählt nicht mit. Warum zählt das nicht mit? Weil ich die Umlenkrolle an der Stelle theoretisch gar nicht bräuchte. Was soll das heißen? Wenn ich das Seilstück, Quatsch, nicht den Textmarker, wenn ich hier das Seilstück verlängere und einfach hier festknote an der Decke, ja, und mir die ganze linke, rechte Seite wegdenke, die zweite lose Rolle, die zweite feste Rolle hier oben rechts, ja, wenn ich mir die jetzt einmal ganz kurz wegdenke, das hier, dann habe ich genau den gleichen Flaschenzug wie vorher auch. Ich muss halt das Seil oben festbinden, habe auch da die zwei grünen tragenden Seilstücke, ja. Das heißt also, ich habe jetzt hier zwei tragende Seilstücke. So, grün markiert. Deswegen habe ich das auch in grün geschrieben. Genau, und dann haben wir gerade noch, da habe ich mal von gesprochen, hier unten diese Rolle. Das hier ist eine sogenannte lose Rolle. Ne, weil die lose Rolle eben nicht an der Decke festgemacht ist, so wie die hier oben, ne? Diese Umlenkrollen. Genau, und dementsprechend kann ich hier jetzt sagen, ich habe zwei tragende Seilstücke und diese zwei tragenden Seilstücke, die bilden sozusagen meinen Halbierungsfaktor, dann den Faktor, durch den ich teilen muss. Man kann das allgemein fassen folgendermaßen. Also Fh ist ja immer die Kraft, mit der wir ziehen, also allgemein. Kann man sagen, Doppelpunkt Fh, muss ich einmal selber hier oben nochmal nachzählen. Genau, Fh ist dann sozusagen 1 geteilt durch die Anzahl der Seilstücke mal die Gewichtskraft von dem Objekt, das ich hochziehen möchte. Also, hier haben wir zwei tragende Seilstücke, zwei Stück, also haben wir n gleich 2. Das heißt, wir können dann hier sagen, dass Fh gleich 1/2, weil n gleich 2 ist, mal Fg ist, die Gewichtskraft. Das heißt, ich habe hier dann die Möglichkeit, die Gewichtskraft sozusagen zu stemmen mit nur der Hälfte der Kraft, die nötig ist, um es ohne Flaschenzug hochzuheben. Ja? Gut, das ist ein bisschen komplexer. Also, dementsprechend kann ich hier drunter schreiben. N ist die Anzahl der tragenden Seilstücke,
Wir haben natürlich immer nur ein einziges Seil, aber man muss halt gucken, ob die umgelenkt werden oder nicht. Man meint immer nur so senkrechte Teilstücke, ne? Die man hier dann an der losen Rolle hat. N ist die Anzahl der tragenden Seilstücke. Also tragend sind die Seilstücke, an denen die Masse tatsächlich hängt. Deswegen, nicht, dass es hier oben so ein bisschen verwirrend ist, aber ihr seht, diese Masse hängt nur an dem und an dem Stück. Die Rollen hier oben, die lenken die Kraft nur zu meiner linken Hand hier um und das hier wird nur zum Boden gelenkt. Aber hängen tut sie nur an diesen beiden Stücken, an den beiden Stücken, die mit der losen Rolle verbunden sind. Alles andere wird nur umgelenkt. Das heißt, die Umlenkrolle, wie wir ja gesagt haben, haben keinen Einfluss auf die Reduktion der Kraft. Es geht darum, an wie vielen Seilen hängt sozusagen, an wie vielen Seilstücken hängt das Ding selbst. Und das sind hier zwei, hier in grün markiert. Ne? Gut, dann wünsche ich euch von dieser Stelle erstmal alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.